Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Halloween. Keine Ahnung, wie das Song geht. Heute etwas Schönes fürs lange Halloween-Wochenende. Halloween Haunt, wie er in Deutschland heißt, denn der Originaltitel lautet einfach nur Haunt. Wobei ich den deutschen Titel diesmal ganz gut finde, da er zu Halloween spielt und auch zu Halloween in die Kinos erscheint. Und wo es eine Alliteration zu holen gibt, ist der deutsche Verleih sofort dabei. Und der Film ist mit einer FSK 18 ausgestattet. Das lässt das Splatterherz vielleicht höher schlagen. Eine Gruppe von Teenagern hat an Halloween Langeweile und sucht sich ein Horrorhaus, um Nervenkitzel zu erfahren. Eines finden sie dann durch Zufall und werden von einem wortkargen Gruselclown empfangen. Halloween Haunt beginnt und es geht sehr schnell, bis wir zum besagten Haus kommen. Keine Figur wird tiefer etabliert. Nur durch ihre Kostüme bzw. Nicht-Kostüme zu Halloween bekommt jede Figur ihren oberflächlichen Stempel aufgedrückt. So schnell sie zur Location des Horrors gekommen sind, so lange lässt der Film sich dann doch Zeit, bis es richtig losgeht. Spätestens, wenn die Horrorhaus-Statisten buchstäblich ihr wahres Gesicht zeigen, welches bei dem einen oder anderen ein verstörendes Highlight ist, kommt Grusel auf. Das Escape Room-artige Horrorhaus ist lieblos gestaltet, hat keine wirklichen Rätsel oder bietet anderes Neues. Ach ja, Eli Roth produziert. Die Gewaltszenen sind explizit und gar nicht mal so schlecht. Kein CGI, da funkelt auch mal Kreativität auf. Leider sind es zu wenige und präsentieren sich zu kurz. Im Haus lernt man die Charaktere auch nicht besser kennen, außer einer Protagonistin, der lieblos versucht wird, eine tragische Vergangenheit reinzuquetschen. Somit sind alle einfach nur willkommenes Kanonenfutter. Das Ende ist plump und sucht nach feinfühliger Ironie sowie Sinn. Das hat sich ganz schön negativ angehört. Aber ehrlich gesagt hatte ich gestern meinen Spaß, auch wenn der Film nicht so gut ist. Das Kino war voll, es war direkt zu Halloween. Dann saß oben in der Ecke eine, die hat die ganze Zeit geschrien, oh nein, jedes Mal kurz bevor was passiert ist. Und das ganze Kino hat sich totgelacht. Das war auch ein echtes Schreien, das war nicht so nerviges. Deswegen jetzt übers lange Halloween-Wochenende, geht einfach rein, hat Spaß. Bye. Moment. Jeden Freitag versuche ich jetzt ein Review zu machen. Und Anfang jeden Monats, was er jetzt ist, werde ich ein Special zu einem meiner Lieblingsfilme machen. Filme, die ich besonders mag.